Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge. Heute spielen wir Pacific Drive. Auch in der Demo-Woche mit drin, aber die ist natürlich vorbei. Und ich habe mir dieses Spiel natürlich geholt. Dazu werden wir auch ein Let's Play machen. Und ja, liken, kommentieren und ein Abo. Würde mich ganz sehr freuen. Und wir spielen Lea, starten. Ah ja. Reise läuft. Und? Kleines Intro. Die Urkundenhalbnis war im Jahr 1997 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreitet sich das Gerücht über fantastische Erfindungen. Ah ja. Okay. Die Regierung regelt die Handel 1955 teilweise ab und legt das... Die Sperrgebiete wurden über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert. Ah ja. Ein Sperrgebiet, was über 30 Jahre verweitert wurde. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Na toll. Das ist sehr schön lieb. Freuen wir uns da alle drauf. Hui. Aber ein Boot fährt da, hä? Sehr unlogisch. Und wir wurden hier rausgeschworfen. Secret. Notizen. Express. Was sind denn wir? Ah, ich habe schon gedacht, ich muss das drücken. Südlich der Schutzmauer. Ach, wir sind noch außerhalb des Gebiets. Mich würde mal interessieren, muss ich... Krieg ich Ohrenschmerzen? Audio. Musik. Nee. Nee, ist noch schlimm. Immer noch schlimm. Jetzt müsste es funktionieren. Boah, Alter. Warum ist das... Warum ist, höre ich die Musik immer noch so laut? Gesamt, Soundeffekt, nee, Dialog. Besser. Oh je. Das Auto lässt sich gar nicht so fein steuern, wie man denkt. Ey! Warte mal. Hey, die Rutsch. Diese Spiegel funktionieren ja. Ist ja geil. Okay. Wow. Ach, wie entspannend das ist. Voll entspannt. Der Song ist auch gut. Oh mein Gott. Was ist das da oben? Die Schutzzone oder was? Ich hab gedacht, es regnet. Ah, es regnet. Scheibenwürfer einschalten. Oh. Oh mein Gott, das ist die Mauer. Alter, ist die gigantisch. Wow. Oh, hier muss ich bremsen. Ich bin so selten in ein Spiel je Auto gefahren. Oh je, ein Tunnel. Scheinwerfer Z. Nee, hier ist. Ah. Mann, ist das dunkel, Alter. Ja, die sollten wir anlassen. Irgendwas stimmt mit dem Radio nicht.
Quarantänezone. Ah ja. Ich kann lieber nach Hause fahren. Kein Witz. Warnung. Warnung. Wir sind hinter der Mauer noch. Nicht in der Mauer. Neben der Mauer. Hier ist ja der Zaun. Das heißt, wir sind noch nicht hinter dem Sperrgebiet. Wir sind... Warte mal, was war das? Warum fliegen da Gegenstände? Wir sind hinter der Mauer. Wir sind im Sperrgebiet. Och nö, ich hab gedacht, wir sind nicht im Sperrgebiet, noch nicht. Schwebende Dinge. Ist ja echt gruselig. Creepy. Komische, abnormale Dinge. Ja, hier ist nichts passiert. Oh mein Gott. Hallo? Nein, nein. Oh Gott. Oh. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, wir wurden gegessen, habe ich das Gefühl. Und ich habe gedacht, wir sind hinter der Mauer. Und noch nicht im Sperrgebiet. Oh, Alter. Alter, wie schön. Ja, jetzt sind wir im Sperrgebiet drin. Das sehe ich. Die Lymphzone. Finde das. Finde eine Transportmöglichkeit. Ja. Wie ist das bloß passiert? Wir haben ja gehört, die Olympus. Diese Zone. Also, wir sind jetzt gerade in dieser Zone und die Zone wurde ja 30 Jahre lang erweitert. Anscheinend hat sich hier. Anscheinend hat sich ja hier über 30 Jahre lang was verbreitet, diese abnormalen Sachen. Hey, hallo. Never mind. Francis, the radar's acting up again. You were supposed to tune up this piece. Wo fehlt den Reifen? Okay. Was soll ich mit dem Reifen machen, Bro? Bring das Rad wieder an. Ja, wo? Ich sehe hier. Ach, hab's gefunden. Bitteschön. Gibt's hier noch was mitzunehmen? Okay, dann steige ich mal ein. Ich hab's irgendwie gefühlt, dass mich was verfolgt. Steige in das Auto. Ja, versuche ich ja gerade, Bro. Hier ist aber gerade gar nicht. Hä? Ach, danke. Okay. Was? Dauerbetrieb. Parkstellung. Okay. I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. Ah. Hey Francis, come here. Es geht urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Es geht los. Ein sprechendes Auto ist ja nicht so creepy, wie man denkt. Bring dich in Sicherheit, was? Warum? Hey, we got a live one. Hey, do you copy? Hello. Hello? Is this thing working? Ja, ich höre dich. They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean they're from outside? Ein abnormales Auto, was mit mir redet. Nichts Besonderes in dieser Welt gerade. Fliegende Steine. Hey,
You close the shelter is a few miles east. Get there, however you can, and be quick about it. Okay, ich zapfe für sie. Fahre nach Osten, um eine Schutzhütte zu finden. Benzinkanister, wo, hä? Habe ich einen Benzinkanister-Maut oder was? Wie geht's? Okay. Abzapfen? Ja, zapfen wir es mal ab. Da sieht der jetzt bestimmt nichts. Dankeschön. Praktisch, dass ich die Tür von. Befüll deinen Benzintank. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Ah, das war knapp. Wo ist mein Benzintank überhaupt? Ja. Ah. Hab mich schon gewundert, wo es ist. Kurz vor. Ich hab erst gedacht, hä? Das wird langsam nicht. Das wird ja nicht cringe. Dass es das Ding irgendwie gemerkt hat, dass ich mich hier. Oh. Ein Relikt? Relikte? Whoa, whoa, no. That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No, no, no. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy cripes! No one's had working wheels in here for ages. Boy, I'm killed to know how combustion engines are chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is remnant or not. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. When you find that shelter, go on and let yourself in. Oh, ich hab gedacht, ich kann die Dinger gar nicht zerstören. Okay. Ja, ein Relikt ist anscheinend hier. Oder irgendwas so in der Art. Ich möchte mal da lang. Schlepp irgendwas mit. Ich weiß auch nicht, irgendwas schleppe ich mit mir mit. Handbremse ranmachen, aussteigen. Ach, Gottchen. Okay, dann probieren wir's. Magie. Nimm dir den Rucksack auf der Werkbank. Warte. Auf welcher Werkstatt? Werkbank. Werkbank? Wo ist hier eine Werkbank? Attention! This message is for Dr. Ophelia Turner.
Wo ist denn die Werkbank? Ach, warte mal, da haben gefunden. Nimm das Mechanikerauge. Headset. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. Nutze das erste Hilfe Schrank, um deine Wunde zu verbinden. Hol das Auto rein. And Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun. Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Können wir das Ding auch runter machen? Ich bin irgendwie nervös. Barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that cart. Don't break anything in my shop with those soft hands. So, hab das Rad. Seit wann fehlt mir hier ein Rad? Ich perma. Hä? Oh. Hey, fehlt mir auch hier ein Rad? Für deine To-Do-Liste. Headset OS öffnen. Okay. Baupläne. Heim. Hol den Gegenstand auf deiner Checkliste aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. Geht nicht. Okay. Was soll ich hier? Ja, damit. Kann ich das Presseisen ausrüsten irgendwie? Nee. Inventar, wie tue ich es denn ausrüsten? Zuweisen. Ah. Ah, komm, komm, komm. Ah. Trinken, ein paar Shakes. Okay, das Inventar. Magische Kiste. Spuck mir. Ey! Ich hab gesagt, spuck mir was aus. Ah ja. Liebes Ding. Okay. Kann ich nichts machen. Ah, jetzt kapiere ich's. Cool. Zack. Habe ich alles auf meiner Checkliste? Route, Logs, nee. Gut, die Tür haben wir rangebaut. Hol den Reparaturkit aus den Spind. Reparaturkit, das da. Nee, Erste-Hilfe-Kit. Satzreifen? Reparaturkit. So. Tab. Und jetzt? Benutze das Reparatur, um das Auto zu reparieren. Ah, der Reifen muss repariert werden. Guck. Ist ja ekelhaft. Geht.
ist das bitte, oller Modder oder was? Der Reifen muss noch repariert werden. Zack. Die ist repariert. Die muss auch noch repariert werden, bitte. Und das Ding muss repariert werden. Das Ding ist halb kaputt. Jetzt müsste ich, glaube ich, haben. Yep. Aha. Scanne den Platten. Ah ja. Reparier den Platten, indem du einen Abdichter herstellst und benutzt. Einen Abplatten-Look. Warte. Nee, so werfe ich. Ich kann gegen das Auto. Keine Ahnung. Hä? Oder muss ich es hier herstellen? Das gibt's hier aber nicht. Das ab. Doch, hier Abdichtungskit. Doch. Dankeschön. Bing, bing. Inventar öffnen. Scanne das lockere Rad. Rüste ein Mechaniker-Kit aus. Mechaniker-Kit. Da habe ich's. Und verwende es. Vorbereitung für das Sperrgebiet. Baue Pappkartons in Kofferraum rein. Habe ich gemacht. Brauche ich nicht noch. Baue ein Werkstatt. Genau, gib her. So, reinpacken. Habe ich gemacht. Baue da. There's a little prototype of mine in the garage. The arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Zack. Habe ich. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Tch, ich komme da immer noch nicht rein. Hol dir ein Erste-Hilfe-Set aus den Spind. Aus den Spind, hoppala. Verschrotte Hacke, Erste-Hilfe-Sets, Benzinkanister. Der Verschrotter. Das ist der Herr hat. Erste-Hilfe-Set. Hab ich. So. Hier, zweites Erste-Hilfe-Set. Das kommt dann hier hin, würde ich sagen. Dann finden wir die Fackeln. Ich würde das Reparaturkit sogar hier reinpacken. Stahlbleche. Die behalte ich mal. Hier eine Fackel. Hier eine Fackel. Da die. Habe ich gemacht. Nimm dir den Zahnradbauplan. Cool. Nutze ihn. Ja, betank mal das Ding einfach mal. Komplett voll. Ein voller Tank ist ein guter Tank. Gut. Hier wieder ran. Lege den Schalter um, um die Batterie aufzuladen. If you're all set, take a look at the projector against the wall. Oh je. Yeah. Wähle ein Ziel auf der Karte aus. This is the zone. Within these borders,
All matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. Ah, gedrückt halten. Miles can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye. It does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Ah ja. Dankeschön. Wow, Tsumi. Was war das? Ach, wir sparen uns jetzt 3 Stunden Fahrt, oder was? Das ist ja cool. Das ist ja... Ich muss ehrlich sagen, das Inventar erinnert mich auch an ein anderes Spiel. Sehr gruselig mit. Okay, newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Ja, was ist das? The Arc device is picking up on some plasma generators near. Ah, looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Hallo? Ich habe verschiedene Kleidungen. Oh mein Gott, erste Kästen, Essen. Gummienten. Okay, was haben wir hier? Ich pack das mal in meinen Kofferraum. Wrote your man and you got your man. Ich hab hier so viel Zeug. Das kann... Look at you, out in the zone, all on your own. Ah, ja. They grow so fast, don't they? And I'll okay. Be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Echt viel. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Kann ich das zerschrotten? Nee, kann ich nicht. Hätte ja sein können, dass ich zersch... Kann ich mir auch das irgendwie komplett crappen? Ach ja, kann ich. Guck mal, jetzt habe ich das. Hä? Ich habe doch Zahnräder. Ich verstehe das. Ach, ich kann aus Metall... Was kann ich damit jetzt machen? Der Impulser. Oh. Warte mal, zerstöre Plasma-Generator. Oh, ich muss wieder zurück. Ich brauche hier oben einen Rückspiegel. Ach, da ist einer. Der funktioniert sogar. Das ist ja richtig geil.
Hoffentlich tut das jetzt nicht weh. Ach, damit funktioniert eure Energie nicht mehr. Ah, okay, okay. Ich hätte ins Auge gehen können, muss ich ehrlich sagen. Was ist das aber hier? Ist das eine Mauer? Eine Para... Eine An... Ich will das nicht unbedingt herausfinden, da gehe ich ein bisschen weiter vor. Ende des Stabilen. Was passiert denn, wenn ich jetzt aus den Dingen raus... Keine Ahnung. Es wird noch ein Ding. Oh. Wir geben mal ein bisschen Gummi. Wir müssen ja da vorne hin. Ich habe auch keinen Schimmer, wo das Ding ist gerade. Wo der seine Energie herbezügt. Eine unnatürliche Energie. Hab ihn gefunden. Ganz schnell hin. Zerstört. Well, looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Das Ding macht sein Ding. Gut, wir haben ihn zerstört, haben ein bisschen HP verloren, aber ist nicht schlimm. Gut, fahren wir wieder zurück. Das Ding nehme ich natürlich mit. Ach ja, wir sind ja voll. Sammle Materie und stelle Ersatz. Was? Ersatz her. Was muss ich machen? Persönliches Geschenk. Sammle und stelle her. Empfohlen. Sammle Materialien und stelle Ersatzteile her. Bauplan. Ersatzteile. Ersatzteile, Ersatzteile. Wo sind denn hier Ersatzteile? Ersatzteile, da. Ich habe kein Gummi. Können wir auch ganz leicht ändern. Jetzt habe ich Gummi. Ersatzteile, Ersatzteile. Ersatzteile. Ah ja. Komisches Geräusch. Ersatzteile. Wo sind ja nochmal Ersatzteile? Verschrotten? Verschrotter? Echen? Reparatur? Stabil? Mechaniker? Ersatzteile? Ersatzteile? Ersatzteile da. Ach, kann ich ja hier nicht craften. Ersatzteile. Ersatzteile da habe ich. Ja, da haben wir ein großes Loot-Problem. Ich habe zu viel gesammelt. Was Fehler? Hä? Fenster schließen, ja. Kann ich euch da irgendwie ins Auto packen? Warte mal, auf die Rückbank. Geht das nicht? Mach die Tür auf. Ah ja. Ah. Oh. Das Ding ist ja riesig. Oder?
Ich muss was los. Ich muss es loswerden. Ein Reifen habe ich hingekriegt. Der zweite wird schwierig. Ich muss ein bisschen Loot rauswerfen. So. Wo ist der Loot aber hin, ist die Frage. Hier war gerade ein Haufen Loot drin. Weg ist er halt. Aber kann ich wenigstens Platz machen. Ich habe ihn irgendwo hin verfrachtet. Gut, was muss ich machen? Sammle Material und stelle Ersatzteile her. Habe ich doch. Wie viele Ersatzteile soll ich noch herstellen? Persönliches Geschenk. Ich finde es auch sehr sicherer. Bringe Verschönerungen zurück zur Werkstatt, um sie Wo bin ich denn gerade? Zurück zur Werkstatt, alles klar. Da fahre ich mal zurück. Hoffentlich geht es hier in die Richtung. Ich glaube, da komme ich nicht zurück, habe ich das Gefühl, oder? Bringt mich zurück. Ja, oder auch nicht. Gut, fahren wir halt den Weg hier lang. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo wir jetzt hinfahren. Gut, fahren wir mal. Ersatzteile habe ich eigentlich hergestellt, aber egal. Ich weiß ja nicht, ob das Ding böse ist. Weil sein grünes Licht sagt mir irgendwie was Böses. Hat er uns gesehen? Ich glaube eher weniger. Besser ist es. Das Ding hätte ich keinen Bock. So, fahren wir mal runter. Hier waren wir ja. Ah, hab's gefunden. Was war das? Alter, heilige Kacke. Hat mich das erschreckt. Ah, guck mal. Dürfte ich mal kurz ausstellen? Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich glaube, wenn ich das Ding so lange lasse... Haha. Ich bin schlau, auch wenn das nicht da stand. Kleidung. Scheiß ich drauf. Habe ich Hunger? Gibt es hier eine Essensleiste? Ach komm, das Ding hole ich auch noch. So, rausholen. Dankeschön. Hier war irgendwas. Wegen der Steine, auch noch nie gesehen. So, Handbremse wieder lösen.
kurz mal gucken, wo wir sind. Wir sind hier oben. Und anscheinend ist hier unten, müssen wir hier runter. Dann gebe ich mal Gummi. And you want? Kann ich hier kein Radio anmachen? Aber anscheinend treffen wir hier die mysteriösesten Dinge, was es gibt. Was haben wir denn da? And you want, man? You want? Hallo? Lass gucken. Okay. What the fuck? Lassen das Audio, ja. Ach. Echt? Da gibt's kein Benzin. Hat das Ding wenigstens Benzin? Was ist das? Das ist ein schwebender Bus. Was ist das? Moin. Bleibt abfahrtbereit. Stand das Ding schon immer da? That radio station's up on a hill somewhere. Eyes to the horizon. Oh. Oh, die Dinger explodieren ja. Aber auf eine gewisse Art. Ah. Verdammt, wie mache ich euch kaputt? Ah, ich soll jetzt selbst in die Luft jagen, ne? Hallo? Ich möchte gern was kaufen. Aber bitte nichts Abnormales würde ich gern kaufen. Oh, mir geht's gar nicht gut, glaube ich. Ach, da drin war es radioaktiv, deswegen habe ich damit. Ich brauche ein Erste-Hilfe-Set. Oh, ja. Oh, viel besser. Ich glaube, zuerst mache ich das Ding kaputt. Das sind zwei. Oh, hier sind 2,5 km. Oh, hier auch. Das ist ein komplettes verstrahltes Gebiet. Ich möchte den Benzin aber ungern hier stehen lassen. Hier auch. Ich kann ein bisschen ranfahren. Habe ich aber noch Benzin? Kann ich das irgendwo sehen? Kann mir das sehen? Wo habe ich Benzin? Was ist mein Benzin? Keine Ahnung. Oh, ich hatte ja die Handbremse an. Wo ist meine Zapfsäule? Bleibst du bitte stehen? Wo muss ich den Tank reinfließen lassen? Yep. Okay, okay. Krieg ich schon hin. Irgendwie an diesen komischen Statuen. Oh, hier steigt's aber. Okay.
Funktioniert. Hat funktioniert, wie ich wollte. Oh. Komm, drehen wir. Und jetzt fahren wir weiter. Durch die Radio. Aber ganz schnell hier durch. Das ist radioaktiv und das ist nicht gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Ding ist nicht lieb. Oh. Das sieht auch. Wo lang? Geradeaus weiter. Da fahre ich auch jetzt lang. Wir haben ja keine andere Aufgabe. Hier herrscht sehr viel Strahlung, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Nachteil. Ah ja. Felsen, die was sich bewegen, ist gar nicht Quinch. Was ist das denn? Was kann ich damit machen? Time to get moving. The instability is ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. That's where my arc device comes into play. Ach, das habe ich gesetzt. Back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Die Marker nicht weg. Feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Ach, wir müssen jetzt zu diesen Punkten, oder was? Verwende die AC-Geräte, um einen Platz zu finden und anzufangen. Ist ja einer direkt hier unter der unten und drunter bei uns. Machen wir mal dahin. Ist ja näher dran. Oh je, yummy, yummy. Das gefällt mir gar nicht. Berge. Könnte ich nach Logik nicht jetzt... Ah ne. Das wird dämlich. Auch wenn ich Zäune wegfahren kann. Jetzt haben wir gleich wieder 5. Genau jetzt. Das ist manchmal nicht gut, wie man denkt. Ein kleiner Test. Okay, wir fahren. Zu unserem Punkt. Der ist genau hier drüben. Cringe. Ich muss aber mal kurz wenigstens die Markierung wegmachen. Das ist wieder so ein Ding. Those anchors may look like
glowing bombs of magic, but it's Limtech through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face recently. Oh, schnell weg. Ja, wir dürfen jetzt die anderen Orte wieder. Ah, im radioaktiven Gebiet auch noch. Das sind anscheinend solche komischen Zeugs. Eher kommen wir anscheinend nicht raus. Kein Problem, kein Problem. Dürfte noch alles funktionieren. Ja, wir haben bloß ein bisschen vorne an den Seiten. Oh, Kacke. Ich habe das Gefühl, dass die kackt auf uns. Glaube ich, Erwin. Alles klar schon. Darunter zum Gate muss ich. Da fahre ich jetzt auch hin. Geh an. Vorher hole ich mir ein Leben. Sonst haut es mich, glaube ich. Und da brauche ich das Zeug noch. Oh. Oh, ist gut gegangen. So. Sammle. Oh, jetzt darf ich da nochmal zurückfahren. Warte mal. Ich muss dafür wieder raus. Was muss ich jetzt machen? Wähle das Portalkoordinaten aus auf der Karte. Ja, das klärchen. Ich muss also fahren. Was los? Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Fahre in das Portal. Bist wie Verkackeier, ne? Wie schnell der Sturm kommt. Fuck you. Das wird knapp. Das wird böse knapp. Oh, Kacke. Ich bin schon bei 5 Megabyte und gleich kommt die Todeszone, glaube ich. Tschüss. Ganz schnell rein, Alter. Was ist jetzt los? Was ist los? Hallo? Oh. Oh, yummy. Oh, well, well. You're alive. But certain if the zone didn't get you, that gateway would. Ooh. Did I not?
not mention that you're the first human I've sent through that thing. Richte eine Erschönerungs... Anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. Errichte eine Verschönerungsmaschine, um einen Gegenstand zu verschönern, zu verwenden. Verschönerungsmaschine. Ah ne, wird mir jetzt gezeigt. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place, mess up my equipment, and I'll hook you to the anomaly so quick you'll get replenished. Was noch? Was ist das? Lager, Lack und Auflegen. Ich geh erstmal darüber. Hallo. Was mache ich da aber, ne? Was ist das hier? Ein Koffer. Aber wo packe ich den Koffer hin? Gute Frage, nächste Frage. Den Lack kapiere ich nicht. Ja, aber das war's mit der hübschen Demo. Ich fand sie recht cool. Das Spiel macht sehr viel Spaß. Wenn das Spiel rauskommt, werden wir es auch natürlich zocken. Und wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like, ein Abo. Und einen Kommentar, würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.